geklappt. Jetzt muss ich neu fahren. Und ja, wir konzentrieren uns jetzt auf den Restart und hoffen, dass alles gut geht. Beim Restart. Und es geht jetzt los. Bin fast in der Zeit. 6,9 Sekunden. Boah, Ricardo. Haben wir wieder Rennexplosion. Auf der Strecke. Das ging nicht so. Und irgendwas ist. So, ich muss mal wieder eine Rückblende nehmen, weil irgendwas wieder mit Fett los war. Boah, und Palma vorbei. Ganz hartes Manöver. Also, ich hab das gesehen. Jetzt bin ich 9. Platz. Vor mir Rian Wehrlein. Vor mir sind Wehrlein und Marianto. Und wer ist dann auch Hülkenberg? Vor Wehrlein. Alle zwei aufgeschnuppt. Wehrlein und Marianto auf einmal. Hülkenberg dürfte jetzt kein großes Problem bekommen. So ist es. Ja. Auf der 5. Position. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Rennen. So, ich bin wieder da. Zu NASA. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Das war ja
bisschen geschnitten, aber scheiß drauf. Verstappen ist vor mir. Der ist dritter, ich bin vierter. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Na toll. Ich hab jetzt, weil ich den Teamfunk gehört hab, bin ich fast abgeflogen. Wow. Wow, mein Gott. Dein Frontflügel hat etwas. Blende. So geht das noch. So geht das doch nicht weiter. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,5 Sekunden. Links von mir und auch vorne sind links von euch. So. Euch bald. So. Mein Gott, das kurze Unsicherheit bei den Richtungen. Was rechts und was links, links ist. Okay. Alter, der hat sich eben verschnupft angehört, Alter. 0,5 Sekunden. Er wird wieder schneller. Glaube ich, dass sie das Problem lösen können. Verbunden mit einer 1,357 von mir. Wow. Ah. So, ich würde sagen,
dann Verstappen schnappen wir noch und dann war's das mit dem diesem Teil. Das andere gibt's dann im nächsten Teil. Ja, das war's mit diesem Teil und ich würde mich gerne über ein Abo und über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Teil. Ciao.